Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man solche Randsteine schneiden und somit die Borde bzw. Kantensteine mit einer Flex auch richtig auf Gärung schneiden kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zum Kürzen verwende ich am liebsten so einen großen Winkelschleifer mit einer speziellen Diamant-Rennscheibe für Steine, wo ich natürlich dann auch keine Wasserkühlung benötige. Man kann übrigens auch einen kleinen Winkelschleifer verwenden. Da ist nur das Problem, dass man eventuell auch den Stein am Ende einmal umdrehen muss, dass man von der anderen Seite natürlich auch noch durchschneiden kann. Und zum Anzeichnen benötigen wir dann eigentlich nur einen normalen Meterstab, einen Bleistift und gegebenenfalls auch eine Wasserwaage zum Verbinden bzw. so einen Winkel hier. Je nach Steinfarbe kannst du natürlich auch gerne einen weißen Edding verwenden. Möchten wir einen einfachen geraden Schnitt zum Beispiel von dieser Kante 5 cm entfernt hinbekommen, messe ich mir das Ganze mal mit einem einfachen Meterstab, wie gesagt, von hier ab, mache mir eine Markierung und dann kann ich auch schon meinen Winkel nämlich dementsprechend mal bei dieser Kante hinhalten, dass ich da auch wirklich schön gerade hinkomme. Wenn du keinen Winkel zur Hand hast, dann einfach hier unten auch nochmal 5 cm abmessen und mit einer Wasserwaage diese zwei Markierungspunkte miteinander verbinden. Wichtig ist, man sollte den Strich wirklich gut sehen und ich persönlich mache relativ gerne auch hier oben dann immer nochmal eine Markierung von diesen 5 cm. Das hat nämlich den Sinn, dass ich später beim Schneiden auch relativ sicher gerade komme. Nicht, dass ich am Ende mit meinem Winkelschleifer irgendwie das Ganze schief zum Beispiel abschneiden würde. Wenn alles vorbereitet ist, gebe ich mal meinen Randstein auf eine Erhöhung, wie zum Beispiel einen weiteren Randstein, dass ich da ohne Probleme durchschneiden kann, setze natürlich Gehörschutz, eine Schutzbrille und gegebenenfalls auch eine Staubschutzmaske auf. Und jetzt kann ich mal natürlich mit Sicherheitsschuhen hier meinen einen Fuß draufstellen und dann schaue ich einfach, dass ich mit dem Winkelschleifer mal von hier hinten nach vorne beginnend schneide. Ich schaue übrigens auch drauf, dass ich immer zuerst meine Ecken hier ganz einschneide, dann hier oben eine kleine Führung hineinbekomme, dass ich natürlich auch schön gerade bin und dann ebenfalls diese Ecke hier hinten durchschneide. Falls der Randstein jetzt zum Beispiel abbrechen würde, meine Ecken auf jeden Fall sauber ausschauen. Und danach gehe ich einfach Stück für Stück durch den ganzen Randstein hindurch. An der Stelle, wo der Stein abbricht, haben wir relativ sicher noch so eine kleine Erhöhung. Und das Ganze möchte ich natürlich auch noch etwas mit dem Winkelschleifer gerade bekommen. Einen geraden Schnitt haben wir somit auch schon richtig hinbekommen, möchten wir das Ganze jetzt aber auf Gärung schneiden, was einfach bedeutet, dass wir bei so einer Ecke hier beide Seiten mal auf 45 Grad abschneiden. Dann müssen wir uns das Ganze natürlich noch dementsprechend anders anzeichnen. Hierfür misst man sich die Dicke von seinem Randstein aus, bei mir sind das knapp 5 cm und dann muss ich mal von dieser Ecke aus hier oben beginne nämlich herunterzeichnen und halte mir meinen Meterstab einmal hier hin und mache mir eine kleine Markierung bei dieser Dicke von 5 cm. Wenn ich das Ganze jetzt zum Beispiel mit der Wasserwaage oder einfach mit dem Meterstab hier verbinde, dann sollte ich auch schon einen perfekten 45 Grad Winkel haben und so muss ich es natürlich auf dieser Seite auch machen. Da bitte wirklich die Randsteine einfach nebeneinander stellen, dass wir am Ende nicht irgendwie einen Fehler beim Anzeichnen machen. Deswegen auch hier nochmal die 5 cm anzeichnen und das Ganze wieder dementsprechend verbinden. Auch hier würde ich mir unbedingt noch mal eine Markierung machen, dass wir natürlich beim Flexen gleich nicht irgendwie schief werden. Und ich schneide dieses Mal den Randstein aber im Stehen durch und schaue natürlich darauf, dass ich erst wieder die Oberfläche etwas einritze, um eine Führung zu haben und gehe dann komplett durch. Die Stelle, wo man später sehen wird, habe ich auf jeden Fall sauber hinbekommen und ich achte übrigens auch darauf, dass ich jetzt nicht irgendwie leicht schief in die andere Richtung schneide, sondern lieber zu meinem Randstein etwas schief hin werde. Das hat einfach den Sinn, dass wenn ich später meinen zweiten Randstein dagegen stelle, habe ich kein Problem, dass ich hier unten irgendwie anecke und somit hier oben einen Spalt habe. Jetzt muss ich das Ganze aber doch mal umdrehen, da ich mit der Flex einfach nicht mehr weiter runterkomme. Aber wie gesagt, die schöne Seite hier oben habe ich jetzt super hinbekommen, weswegen ich hier unten auch etwas gröber das Ganze entfernen kann. Beim Gegenstück gehen wir natürlich genauso vor. Und ich würde sagen, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen und somit haben wir solche Randsteine jetzt auch schon richtig hergeschnitten, was natürlich auch mit Pflastersteinen oder Terrassenplatten relativ ähnlich funktioniert. Wenn du dir für zu Hause so einen Winkelschleifer oder natürlich auch eine spezielle Diamantrennscheibe zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller.
Falls dir das Video gefallen auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.